Willkommen zur Pressekonferenz der ERC Walter Freiburg gegen den ERC Klostersee. Wie gesehen, 2:3 das Ergebnis für unsere Gäste. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Wir haben heute gehabt 614 Zuschauer und ein insgesamt sehr faires Spiel. 8 Minuten auf der Freiburger Seite, 10 Minuten auf der Klosterseer Seite. Ja, und die erste Frage geht dann an den Trainer unserer Gäste, an Dominik Kühler. Wie hast du das Spiel gesehen? So aus deiner Sicht bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich bin natürlich heilfroh, dass wir gewonnen haben. Wir haben zwei Spiele am Wochenende nicht so stark gespielt. Breiter waren wir schon nicht gut gegen Heißenberg, haben wir hoch gewonnen. Und heute waren wir überhaupt nicht gut. Aber egal, am Ende haben wir gewonnen. Das zeigt auch eine gute Mannschaft aus, dass du, wenn du schlecht spielst, auch mal gewinnst. Und am Ende zählen die Punkte und das haben wir geholt. Wir haben zu sorglos verteidigt heute. Wir sind teilweise mit 4-5 Mann in der offensiven Zone sind wir erwischt worden, die anderen haben Kontakt gefahren. Und normal machen wir das nicht. Normal stehen wir wirklich kompakt mit einem guten Trap, lassen eigentlich fast keine Torchancen zu. Wir haben ja auch, die beste Defensive der Liga gehabt in der Hauptrunde und jetzt in der Versagungsrunde die zweitbeste Defensive der Liga. Das ist eigentlich nicht unser Spiel, so wie wir heute aufgetreten sind, aber vielleicht haben die Jungs gemeint, sie müssen ein bisschen offensiv mehr kreieren, aber das war ein Fehler, so dürfen wir nicht mehr agieren, aber gewonnen ist gewonnen und das nimmt uns keiner mehr und von daher bin ich natürlich hochzufrieden mit den 6 Punkte Wochenende. Danke. Ja, vielen Dank Dominik und die Frage an unseren Trainer Alex Biskonow. Ihr habt ein schönes Spiel, ihr habt auch in Bad Kissingen, kleiner Kader, die Kraft ein bisschen, hat so das Gefühl gehabt, es hätte ein bisschen zügiger sein können ab und zu, aber die Kraft wahrscheinlich, oder? Ja, erstmal Servus zusammen. Ja, natürlich, wenn du so ein kleines Kader hast, das ist immer schwer, so zwar schwere Spiele für uns. Aber wir haben heute viel vorgenommen, wir haben die Jungs auch gesagt in der Bühne, dass die Pistolen auf Eis gehen und dann auch zeigen, dass der erste Spiel damals im Klostersee, die Mannschaft war noch nicht bereit zum Spielen. Und die Jungs haben es eigentlich das gut umgesetzt, erste Drittel, wir haben es wirklich gut angefangen, mit viel Tempo, auch 1-0 in Führung gegangen, war auch 2 oder 3 Tore können wir auch noch schießen, aber zum zweiten Drittel dann aus Kabine, die haben wir erste 10 Minuten, waren wir nicht da auf dem Eis, da haben wir leichte Fehler gemacht in Defensive, das ist natürlich dann auch zum Tore geführt, 3-1 waren wir gleich hinten, war so schnell und im dritten Drittel haben wir alles versucht, aber wie gesagt, die Jungs, die geben alles, aber mit viel Verteidiger. Am Freitag in Kissingen haben wir mit 3 Verteidiger spielen müssen. Heute war Felix Loder, ein Juniorenspieler dabei, der 3. Spiel für uns macht, als 4. Verteidiger. Und das ist natürlich, geht dann auf Knochen irgendwann. Und ist natürlich ganz, ganz schwer, dann auch gegen so erfahrene Mannschaft, die große, sehr gute Mannschaft, die defensiv spielt, auch nochmal Spiel zu drehen. Aber die Jungs haben alles versucht. Und wir sind mit Einsatz, Willi, aber mit Sergei zufrieden mit der Mannschaft. Das, was die letzte Zeit leisten, das ist eher ein großes Lob an die Jungs. Aber natürlich, Fehler sind da und wir müssen die auch Fehler aus den Fehlern lernen und defensiv ein bisschen einfacher und clever spielen. Danke. Ja, Dominik, habe ich noch eine Frage. Ihr seid jetzt ziemlich weit oben in der Tabelle. Nächste Woche geht es gegen die anderen beiden, die da ganz oben stehen, mit Kissingen und Rissersee. Was ist denn euer Ziel? Wollt ihr denn wirklich auf Platz 2 noch rauskommen? Greift ihr wirklich an und nächstes Jahr Oberliga? Nein, Oberliga wollen wir definitiv nicht erreichen. Ist ja ganz klar, dass die Oberliga unattraktiv ist. Sieht man ja. Ist für uns nicht interessant, die Kader. Die Etats sind zu hoch und das können wir nicht stemmen, wollen wir nicht mehr stemmen. Unsere Liga ist die Bayernliga. Das ist genau optimal für uns mit Erding, Dorfen, was du alles dabei hast, Glanzberg, Füssen. Da, weil Freiburg, weiß ich nicht, schauen wir mal. Aber das ist, da fühlen wir uns wohl und wie gesagt, unser finanzieller Rahmen gibt keine Oberliga in der heutigen Form, muss man dazu sagen, weil man sieht jetzt, was da Mannschaften mitspielen wie Regensburg, Landshut, Rosenheim, die haben das 5-6-fache an Etat und das ist also für einen kleinen Verein nicht mehr zu stemmen, wenn du 300-400 Leute im Stadion hast wie wir. Von daher, was wollen wir da oben? Wir spielen lieber in der Bayernliga gut mit, versuchen jedes Jahr gut in die Playoffs zu kommen, vielleicht wirst du irgendwann mal bayerischer Meister, haben wir jetzt sogar so die Chance, wenn wir unter die ersten 5 kommen und von daher, es ist optimal, die jungen Spieler können sich auch entwickeln und
ja, wir wollen auf keinen Fall aufsteigen, wir werden aber auch kein Spiel absichtlich verlieren, sondern wenn wir am Ende wirklich Zweiter sein sollten, aber es ist noch viel leichter, die zu spielen, am Wiesbach-Start und dann werden wir halt diese Strafe da bezahlen und spielen weiter in der Reihe wieder. Genau. Ja, vielen Dank für die Aussage. Sehr gut, für uns geht es nochmal weiter. Nächste Woche geht es dann weiter. Heimspiel gegen Füssen, auswärts gegen Miesbach. Ja, der Kader wird nicht größer werden, oder kommt wieder zurück? Wie schaut es denn aus bei uns? Ja, das wird man dann sehen an nächste Woche, ob ein oder andere Spieler zurückkommt. Aber viel wird sich nicht ändern, weil wir haben die Spiele, maximal 15 Spiele. Und wenn eine zurückkommt nächste Woche, dann sind wir froh, dann haben wir zumindest vielleicht 14 dieses Mal. Aber wie gesagt, ist ja wurscht. Die Spieler, die was da sind, die müssen arbeiten, die müssen spielen. Und nächste Woche zwei schwere Gegner wieder, Füssen daheim. Wir haben in Füssen zwar gewonnen, aber das ist eine Top-Mannschaft. Und wir werden nächste Woche alles geben. Das Spiel beginnt von 0-0 und dann sehen wir weiter, wie es bis zum Ende steht. Ja, danke Alex. Und dann haben wir noch die Ergebnisse aus den anderen Stadien. Heißenberg verliert zu Hause 2-5 gegen Rissersee. Landsberg 6-6 nach dem dritten Drittel. Das geht wohl ins Penaltyschießen oder so ähnlich. Und Erding 2-8 gegen Füssen. Und Königsbrunn verliert oder liegt hinten gegen Wiesbach 2-4. Dann wünschen wir allen anwesend noch einen schönen Restsonntag. Euch einen guten Nachhauseweg. Ganz so weit ist es ja nicht diesmal. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten Freitag hier zum Spiel gegen Füssen. Vielen Dank. Servus.